Die Finalteilnehmer stehen fest und Teilnehmerinnen im Einzel wie im Synchron. Und lass uns loslegen. Finale im Einzel. Wir legen los mit Marc Terenzi. 3 Meter Delfinsalto, also vom 3-Meter-Brett Delfinsalto gehockt. Schwierigkeitsgrad 3,0. Die Ergebnisse werden genullt. Keiner nimmt Punkte mit aus den ersten beiden Durchgängen. Marc, deine Show. Der war gut. Bisschen gedreht hat er sich, aber eintauchen, das kann er. Also tatsächlich ist die Eintauchphase wieder sehr gut. Ja. Also der macht das gut. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Der steht zu Recht hier im Finale. Zu was es dann am Ende reicht, werden wir jetzt gleich erfahren. Jetzt brauchen wir natürlich erstmal ihn an der Seite von Laura und die Wertung. Ist das ein Siegerlächeln? Für mich war es just viel Spaß mit so vielen guten Leuten. Vielen Dank an die Coaches. Thank you guys so much for all the work you do with me. Thank you so much. Really, I had so viel Spaß. Geil. It was a good Abend. Wunderbar. Vielen Dank. Alles gesagt. Yes. Marc Terenzi. Dankeschön. 69 Punkte für Marc Terenzi. Den gleichen Sprung sehen wir jetzt von Jolina. Aber? Von 7,5 Meter. Damit ist der Schwierigkeitsgrad natürlich deutlich höher. Bekommt sie den gut hin, geht sie hier in Führung. Jolina, bitte. Ja, alles gut, alles gut. Das ist unglaublich, was da an Überwindung vonnöten ist. Alles gut. Ja, vor allem, weil sie halt auch so wenig trainiert hat, konnte. Ja, alles gut. Alles gut. Okay. Lieber so, nicht auf Risiko. Alles gut. Das wird die aber ärgern. Die ist ehrgeizig, das wurmt die, aber alles vollkommen okay. Alles okay. Ja, und das ist halt ein Unterschied, ob du wochenlang trainieren kannst oder ob du nach all dem Bohai aus dem Dschungel kommst. Für mich ist es der vorherige Sprung, den sie uns gezeigt hat, der hier wirklich alle in der Halle auch begeistert hat. Meine Güte, es ist nicht entscheidend, ob du auf die Schnauze fliegst. Es ist entscheidend, ob du wieder aufstehst. Und das hat sie ja nun auf ganz anderer Ebene schon zigmal gezeigt. Also scheiß drauf. Jolina, natürlich ist das nicht die Wertung, die wir uns alle für dich gewünscht und erhofft haben. Nee, leider nicht. Aber ich finde, du bist auch am heutigen Abend, nicht nur im vergangenen Jahr, eine ganz große Gewinnerin dieser Show. Denn du hattest kaum Trainingszeit. Du hast dich wieder so mutig nach da ganz oben getraut. Kannst du dennoch trotz dieses letzten Sprunges mit einem positiven Gefühl nach Hause fahren? Ich glaube, ich habe es ein bisschen prophezeit. Ich habe beim ersten Durchlauf gesagt, wenn schon scheiße, dann mit Schwung. Ja, also es war richtig scheiße, aber ey, trotzdem geiler Abend. Danke an jeden, der hier ein Teil davon war. Danke an alle, die zu Hause einschalten. Ihr macht Entertainment groß. Danke. Berlin sagt Danke bei Jolina. Dein Applaus. Danke. Ja, und wenn nicht irgendwas ganz Komisches passiert, und damit trete ich auch Marc Terenzi, der eine klasse Leistung geliefert hat, Platz 2 schon sicher, nicht zu nahe. Wenn nicht was ganz Komisches passiert, dann haben wir jetzt da oben auf dem 10-Meter-Turm mit einem Handstand-Doppelsalto gehechtet. Schwierigkeitsgrad 5,0. Fabian Hambüchen, auf geht's, Fabi! ...69 Punkte hat Marc Terenzi geholt. Kommt er einigermaßen durch hier, Fabian Hambüchen, ist er Sieger am heutigen Abend. Und wie? Unglaublich. Ei. Ja,
gespannt da oben, das hat man gesehen. Und die Erleichterung sieht man noch viel, viel mehr jetzt. Ja, viel mehr geht nicht. So sieht ein echter Sieger aus. 10 von 10 für mich. Dankeschön. Aber unsere Punktrichter und Richterinnen haben es ähnlich gesehen. Natürlich, vollkommen verdient. Platz 1, die Goldmedaille dieses Jahr beim RTL Turmspringen. Dankeschön. Ja, Hammer. Erstes Mal 10 Meter ja, in der Show. Und habe mir selbst halt die Messlatte hochgesetzt. Natürlich mit dem Hintergedanken, dass René dabei ist und auch da oben steht. Und umso mehr freue ich mich, wenn wir nächstes Jahr hier ein richtig geiles Festival abfackeln. Ja, und René ist ehrgeizig. Der wird dich herausfordern wollen im nächsten Jahr. Für mich ist es unvorstellbar, nur da oben runterzuspringen. Wie kann man in 10 Meter Höhe einen Handstand machen? Wie geht das? Du darfst nicht runtergucken. Wenn es so einfach ist. Ja, du musst wirklich, das ist tatsächlich so, du musst mit den Augen auf der Plattform oben bleiben. Sobald du nach unten ins Wasser guckst, hast du keine Orientierung mehr und dann ist es vorbei. Deswegen, das ist schon höchst spannend, aber ich bin einfach happy, dass es jetzt geklappt hat. Es war 1A Spitzenklasse, ich bin so begeistert. Völlig zu Recht, Gewinner am heutigen Abend im Einzel. Fabian Hombüchen, unser Goldjunge. Ja, du hast es ja gesagt, bisschen außer Konkurrenz, aber du musst trotzdem erstmal so liefern, wie er das hier gemacht hat. Naja, du musst gucken, der bringt dreimal die 9,5 in die Wertung. Die 9,0 und die 10,0 werden gestrichen. 142, weiß ich nicht was Punkte, das war schon wirklich spitze.